Show, Leute, was geht? Willkommen zu einem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute jemand, den ihr vielleicht noch gar nicht kennt, der komplett neu auf meinem Kanal ist. Hi. Dich kennen die Leute leider schon zu Genüge. Mit dabei ist heute Varic, was geht? Jo, was geht, mein Digga? Guck mal, das war schon richtig unangenehm, wie du so mit der Hand so das war. Ja, ist ja nicht richtig, schlimm. Richtig, richtig. Jo, Mann. Absolut dumm. Varic ist ein ganz guter Kollege von uns, den wir jetzt schon seit fast 2 Monaten kennen. Also wir lieben uns und gehen auch regelmäßig gemeinsam immer essen. Also wir kennen uns aber halt schon lange auch, deswegen. Wir spielen heute gemeinsam YouTuber und Outfits erraten, weil wenn keiner dabei ist, muss ja immer irgendwas mit Mode dabei sein, sonst guckt ja keiner. Varic, du bist super im YouTube-Business drin, ja, oder? Auf jeden Fall, ich kenne auf jeden Fall jeden. Ich werde es, denke ich mal, gewinnen, das Ding. Ja, ja, ja. Also Varic hat auch einen eigenen Kanal, Leute, checkt ihn auf jeden Fall mal aus, dann nehmen wir gleich auch noch was für ihn auf, denn der Boy ist nämlich gerade auch am YouTube-Hustlen. Ey, wir sind gar nicht so motiviert, wie du das Intro. Kilian, vielleicht hältst du einfach die Fresse, Digga. Ich muss aber sagen, ich bin noch ein bisschen nervös, weil Revi sitzt neben mir, ne? Ja, ja, aber weißt du, wer neben mir sitzt? Richtige Missgeburt, nämlich Kilian. Mit dabei ist heute auch noch jemand, und zwar hinter der Kamera. Smiley, was geht? Du brauchst gar nicht winken, weil die Kamera schaut in unsere Richtung. Also, am besten sagst du was, weißt du, weil... Ich bin Smiley. Ja? Woher kennt man dich? Von Simon. Ah, genau, von Simon Will. Der ist zum Glück heute nicht hier. Leute. Smiley hat uns, Mo hat uns sogar Bilder vorbereitet, der hat aber keine Lust mitzumachen, weil er Kilian hasst. Lange Geschichte, ist ja auch egal. Von YouTubern, die Outfits tragen, mit dem Kopf abgeschnitten, da müssen wir quasi herausfinden, welcher YouTuber das ist. So. Fangen wir einfach direkt an. Smiley, zeig doch mal gerne das erste Bild. Das ist das erste Bild. Das ist Jan Meyer. Ganz kurz. Nein, das ist Spendi. Ich habe noch nicht mal die Regeln erklärt, weißt okay. du? Weil das Ding ist, Varic kennt keinen von diesen Menschen. Okay. Keinen. Ja. Wir können froh sein, dass Varic nicht mit uns abgibt. Okay. Weißt du, ich weiß aber jetzt schon, wer es ist. Halt dein Maul. Ja. Wir machen so, wenn du dir direkt einer trifft beim ersten Mal, zählst. Wenn nicht, dann machen wir nochmal 3, 2, 1 neu. Zum okay. zweiten Mal, okay? Okay, passt. Gut. Ich weiß, ich kenne das Foto, glaube ich, sogar. Ja, ich sehe mich auch. Okay, 3, 2, 1. Inscope. Sascha. Du hast Inscope gesagt? Sascha. Sascha. Ja, ihr beide habt's richtig. Sascha. Oh, wieso? Ich unentschieden, Digga. Digga, ich aber Digga, man sieht das ja an der Statur. Ja, ja, auch nein, ja, aber, ja, aber das Ding irgendwie. Ist, ich dachte, Sascha hat dünnere Beine, weil ich finde, auf dem Foto... Sieht er sehr massiv aus, ja, oder? Wegen der Bomberjacke, oder? Ja. Ja. Gut, die Beine macht es natürlich dick wegen der Bomberjacke. Ja. Klasse Aussage, Kilian. Fashion God, Alter, wieder am Start. Okay. Okay. Weil das ist ja einfach. Mhm. Ich sag. Okay. Also mit Ansage. Mit Ansage. Der sieht aus wie Dieter Bohlen. Ja, 3, 2, ja, ja, wir müssen das. So, ja, erzählt ja. Runter. Ja. Das ist ja kein YouTuber. Wir müssen es doch. Dieter ist Tagesschau, klar. Ja, ach, okay, Dieter. Alles klar. Okay. Ja, wir müssen es mit Schnelligkeit machen, Dieter Bohlen, ja. Dieter Bohlen, ja, sorry. Dieter Bohlen. Ab jetzt wieder mit Schnelligkeit. Ich halte mich ein bisschen zurück, aber mit Schnelligkeit. Aber da kommt er nicht hinterher. Ja, ich komme nicht hinterher, erstens. Und zweitens, Dieter Bohlen ist doch kein YouTuber. Hä? Also würde ich jetzt schon sagen. Ja, also ja. Wir ja, haben ja auch ein paar Leute reingepackt, die du auch kennst. Okay, weißt, nice. Was okay, perfekt. Sagen, also nächste Person. Okay, 3, 2, 1. Danke, Dani. Hallo, Dani. Wir müssen auf Schnelligkeit. Ja, wir müssen auf Schnelligkeit gehen. Warum? Das geht unentschieden aus, das Spiel. Nee, Kilo, du bist ja sowieso ein Punkt hinten. Okay. Also von daher passt das. Okay. Okay. Oh, schwierig. Warte mal. Ja, bin ich am Start. Das weiß Bayerisch nicht. Safe nicht. Ich auch nicht. Kenne ich die Person? Sepp, was? Ja, komm, 3. Nee, 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 warte, warte. Gib ihm mal ein bisschen Zeit. Gib ihm mal ein bisschen mehr Zeit, damit wir auf 10 Minuten kommen, Smiley. Was mit dir? Wir sind bei Simon Will, Digga. Ich hab kein fucking Funkdeal, Alter. Ich muss auf 10 Minuten kommen wegen Werbung, du weißt. Das stimmt. Boah, Cargo Pants plus diese Stiefel, das trage ich ja auch ganz oft. Das bin aber nicht ich, weil ich hab mir so eine hässliche Jacke. Nee, ich weiß es nicht. Ich hab gar keine Ahnung, wirklich. Oh, ich glaube, das wird der Ausgleich. Ich bin mir sicher, dass er die Person. Varic kennt den nicht. Nee. Digga, bei Varic kannst du froh sein, dass er Ding kennt. Ducky V oder Pietro. Okay. Okay. Ich kenne nur Pietro normal. 3, 2, 1. Julian Bam. Ja. Monte. Ich sag ja! War richtig, oder Julian Bam? Ja, ja, ja. Ein Punkt auch für mich, oder? Okay, das ist der Ausgleich. Hey, Varic, warum hast du gar nichts gesagt? Ich wollte lieber gar nichts sagen, ganz was Dummes zu sagen. Varic, der hat einen Videopreis gewonnen. Ist nichts wert, muss man wissen. Digga, Varic steckt nur in Shisha-Bars. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Das kenne ich, Foto. Ich kenn's. Ich kenn das Foto. Ich weiß, wer das ist. Ein Punkt für mich. Ja! Okay. Ja, ja, mach los. 3, 2, 1. Shirin David. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht. Digga, du hast mir nachgesprochen, Mann. Nein, weil doch, Revi. Nein. Ich bin schon mal Nein, Revi hat gerade rangezoomt und ich habe diese Handtattoos gesehen. Ja, und ich wusste, dass Shirin Handtattoos hat. Doch, ich schon, weil die hatte ich sich mit Melina machen lassen, aber die Brüste waren so klein. Und der Arsch. Du bist so doll. Ja, aber das sieht man da nicht. Man sieht den Hintern nicht, Mann, Digga. Das ist schon so alt, man sieht den Hintern schon peinlich. Sind du und Shirin Dicke? Soll ich mir mal vorstellen? Ja, das wäre sehr nice. Kommt aus Köln. Nee, aber aus Hamburg.
Ist zu weit. Ja, okay. Barisch, aber da musst du nie wieder arbeiten. Nie wieder arbeiten. Muss ich nach dem Video wahrscheinlich auch nicht. Ja, das kann gut sein. Okay, alles klar. Okay. Weißt du, ich sag mal so viel ganz kurz, Smiley. Kilian muss auch nicht mehr arbeiten, seitdem er mit mir Videos macht. Von daher. Ach so. Kilian, du lachst, aber es ist so. Wie viele Abonnenten hast du jetzt, Kilian? 130? Ja, knapp. Und so 7 von dem. Und das Problem ist auch, weißt du, dass ich von diesem Geld nichts abbekomme. Das finde ich am 30. Das Einzige, was wir kriegen, sind so Pullover. Ja, was soll das? So ein Müll, Alter. Adretz. Was ist denn mit euch heute? Ist heute ja, wir schießen alle gegen Kilian. Kauft euch nichts. Ich hab nicht geschootet. Ja, ist meine Ehre, Bruder. Kannst du ein bisschen näher kommen? Ich bin kurz. Ich habe nicht mal, ich habe auch Augenwinkel. Also ich kenne die Tattoos nicht, aber von der Statur würde ich jetzt auf. Ich hab. Ja, noch nicht wahr. Ah, okay, doch. Okay, drei, ja, guck, jetzt hast du es. 2, 1. Monte. Hey. Ja, genau. Ja. Revi wäre safe nicht drauf gekommen, hättest du nichts mit den Tattoos gesagt. Ja. Ich safe sag, nicht. Ich hab, weißt du, was mir fehlt? Die Postleitzahl hier im Gesicht. Ja, die hat mir gefehlt. Buxtehude 187. Nächste Person. Okay. Hast du's? Ja, ich auch. Oder warte mal. Darf ich mal? Könnte. Nein. Wieso hat er so schnell gesagt, okay? Weil ich das Bild kenne. Könnte irreführend sein. Ich war nämlich dabei, als das Bild gemacht worden ist. Ich kenne, also jetzt ist halt echt so. Okay, 3. Moment. 2. Okay. 1, das ist Revi. Revi. Ja. Hast du auch gesagt, ne? Weißt du wieso? Weil ich dachte erst, du hast diese Arc-Schuhe. Ja, aber Digga, das sieht ja gar nicht ähnlich. Das waren Nike. Ist das Foto alt? Nee, ja, das halt nur ohne Kopf. Das waren Nike Roche Run. Und die Schuhe hast du nicht, deswegen hat es mich irritiert. Aber diese Agnejacke. Doch, das sind Roche Runs. Nein, das sind Janoski Freeze. Oder so. Bruder, ich weiß nicht, welche Schuhe ich da trage. 9. Euro die Jacke gekostet. Hey, das ist meine einzige Modesünde, die ich bis dato begangen habe. Das ist Modesünde, das ist halt teuer gewesen. Ist halt eine Jacke, die ich mir aus New York gekauft habe. Wie heißt die? 3 Jahre. Acne Studios. 9. Euro bei ihm läuft, Bruder. Danke, Thomas, dass du hier mal 9,99 € reingeschnitten hast, wenn Timo heißt, oder? Timo. Super. Jetzt machen wir einfach weiter. Nächste Person. Hä? Kennt niemand. Okay, mach. Ich weiß es. Ich sehe ja nichts, Digga. 2, 1. Luca. Der ist aber schon dick. Luca ist alles andere Luca als dick. Aber auf dem Foto, Foto fällt das T-Shirt vom Wind her so. Ja, okay. Auf dem Foto war er sehr fett. Das war vor 2 Monaten, wo Luca schwanger war. Keine Zeit gewesen. Er hat jemand mitgezählt. Barisch ist auf jeden Fall. Wir beide sind, glaube ich, gleich und du liegst hinten, glaube ich. Ja, aber ein Punkt. Ja, aber Barisch, wir machen gleich Peter-Runde und dann, weißt du. Letzter Punkt. Letzter Punkt entscheidet. Nice. Okay, boah, let's go. Ich weiß nicht, ich will euch eigentlich echt. Warte, wie viele Minuten sind wir schon? Okay, Leute, ganz kurz zu mir. Ich bin der krasse YouTuber der Welt. Bei 9,55 frage ich, wie viel Zeit haben wir noch? Und genau da ist die Speicherkarte voll. Das heißt, ich spüre quasi, wenn 10 Minuten erreicht sind, plus wenn die Speicherkarte voll sind. Damit hast du den Edding verdient. Geh dir einfach piss aus meinem Büro. Unlustig. Machen wir einfach. Egal, weiter geht's. Der arme Junge. Verstörung in 3, 2, 1. Dazu. Ja, als ob wir dazu 3, 2, 1. Ja, aber warte doch mal bitte. Barisch, aber das bist jetzt nicht du, oder? Ihr könnt da reinkommen. Nein. Digga, entschuldige doch mal. Aber. Ja, Digga, keiner wollte so Dings machen. Wer ist es denn? Ich. Ganz verbot. Okay, Entschuldigung. War das war da. Also, jetzt stopp mal ganz kurz. Das war doch mein Sicht. Nein. Achso. Barisch. Warst du noch länger nicht mehr beim Sport? Gut. Das letzte? Letzte Person? Ja, sag mal. Nee, ist nicht die letzte. Ja, safe. Also, wenn man das nicht weiß. Ja, doch, weiß ich, glaube ich auch. Okay. 3, 2, 1. Apo Matthew. Oh. Matthew. Ja, Matthew, aber gibt auch 2 Punkte. Ja, aber man darf das halt Barisch auch nicht übernehmen, weil Barisch kennt halt echt so Pietro Lombardi, Dieter Bohlen so und Casey Rappel. Aber reicht auch schon, mehr muss man nicht kennen. Ja, das stimmt. Das sind die 3 Personen im Leben. Dieter Bohlen, Casey Rappel. Dunkelhäutigen bei Supertalent, wie heißt er nochmal? Bruce Sanel. Bruce Sanel, genau, der ist ein sehr cooler Typ. Mann. Ist, kennst du den auch? Mhm. Habt ihr schon geküsst? Ja. Und? Geil. Nice. Machen wir weiter. Ja, also, ja. Hier. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weißt du echt nicht? Nee. Ist das der Peter-Punkt? Ich sage ja. Alles oder nichts? Okay, alles oder nichts. Okay, 3. Warte mal, stopp, Verlierer, welche Doch, Strafe? Doch, ich weiß wer. Welche Strafe? Die Strafe ist, der muss ein Video mit Kilian drehen. Oh, übertreibt, wenn ich Digga. Boah, nee, Digga. Ist crazy. Okay. Aber das ist die Strafe. Okay, okay, also okay. 3, 2, 1. Barisch. Warte! Nein! Aber Digga, ist es denn echt? Schaut bei mir vorbei, bald wieder Videos mit Revi. Nein! Du bist so dumm, ey. Weiß ich, Digga.
Ja, ich weiß, Bruder, du hast mich vermisst. Aber sag mir das doch, wenn du wieder mit mir reden willst. Hast du Instagram? Ey, wenn du Push brauchst, Bruder. Aber das Bild hat sogar Kilian bearbeitet. Das Einzige, was er kann. Ja, Bilder bearbeiten und dumme Scheiße labern. Leute, ich kann nicht mal Bilder bearbeiten, ich kann nur dumme Scheiße labern. Deshalb schaut auf jeden Fall mal Barisch vorbei. Hallo, das waren noch nicht alle Leute, ne? Was? Ja, Barisch hat aber schon gewonnen. Ja. Gut, also bei Gewinner jetzt, ne? Der, wo das jetzt errät, steht also, ganz oben in der Videobeschreibung. Die Person, die das jetzt errät, die. Steht oben in der Videobeschreibung. Ich mach mich selber eh noch ganz oben. Juckt mich nicht. Also die Person ist jetzt kein YouTuber, aber viel okay. Spaß damit. Das weiß ich halt echt nicht. Ja, okay, zähl runter. Okay, was? Warte, Digga! Nein. Zähl runter! 3, 2, 1. Kill runter, Buddy. Nein! Niemals! Nein, warte, das will ich jetzt. Ist kein YouTuber. Nee. Der trägt einen Off-White Vapor Max, Junge. Welcher Mensch kann sich das leisten, wenn er kein YouTuber ist? Nur YouTuber. Nein. Aber. YouTube-Version. Mo hat die rausgesucht. Wen kennt Mo, der kein YouTube macht? Irgendein Fußballer vielleicht. Mo kennt viele Fußballer. Stimmt, zeig mal nochmal. Zeig jetzt nochmal. Das schaut halt aus wie bei der Armee, weißt du? Gündogan, das ist Gündogan, ganz klar. Ja, lass mal auf. Das ist Rin. Ja, sag ich doch. Gündogan. Rin. Ja. Gleiche Endung. Ja. Ja, Freunde, in diesem Sinne war es das mit dem Video. Kannst du die Fresse halten? Okay. Das ist mein Video. Ich mache hier die Abmoderation, okay. Junge. Leute, das war's. Schaut auf jeden Fall bei Barisch vorbei. Checkt auf jeden Fall mal sein Instagram, seinen Kanal. Es gibt auf jeden Fall noch in der Videobeschreibung ein Video von uns zu finden. Ob Kilian dabei? Nee. Okay. Leute, kleines Video von Barisch und mir zu finden auf seinem Kanal. Das ist auch, wie gesagt, unten verlinkt. Oh, danke an Revi, ist der beste Mann. Danke, das ist nicht selbstverständlich. Danke, danke, Bro. Okay, halt kurz das Maul, ja? Ja, super. Komm, jetzt haben wir uns was, oh Gott, Alter. Kauft beim Merch, das Link in der Videobeschreibung. Schaut nicht bei Kilian vorbei. Macht's gut, haut rein. Ciao.